Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Risen Dark Waters, meine lieben Let's Play Freunde. So, und in der letzten Folge, was unterdessen die dritte Aufnahmesession war, standen wir ja hier vor diesem Tempel und haben da diesen Mann da gefunden. Heute möchten wir natürlich. Oh, ja, sieht schon aus wie ein Tempel. Hey, Öffren! Ja, da könnten wir vielleicht auch mal das Öffren-Zähmen erlernen und da was zähmen. Aber es mangelt uns ja an Gold. Sarkophag öffnen. Hoffentlich springt uns nichts entgegen. Trank der Überzeugung. Rubinring. Ich glaube, einen Ring haben wir noch nicht. So. Inventar. Ja, nehme ich mal diesen. Okay, zuerst links oder zuerst rechts? Die goldene Mitte darf es sein. Gut, aber hier kommen wir scheinbar. Hallo? Nicht weiter. Da hoch. Anstrengung pur. Steht da einer? Idol! Was genau hat das nun bezweckt? What the hell? Ach! Das hat also bezweckt, dass die Falle aktiv wird, okay. Können wir da nicht wie Indiana Jones, einen Sandbeutel drauflegen? So, ihr könnt mich doch alle mal. Und ich glaube, das war auch das Teil, was wir benötigen. Um da bei dieser cool. Ich hasse Ghule. Die sind so unnütz und unfreundlich. Ja, häufige Speichern ist sinnvoll. Da stehen auch immer die gleichen Sachen. Gibt es eigentlich hier in Risen 2 auch einen Shield oder wie sieht's aus? Okay, regenerieren wir zuerst in aller Ruhe mal unser Leben voll. Und wie gesagt, ich glaube, dass was wir da vom Altar genommen haben, können wir da einsetzen bei dieser Grabspinne, wo wir mal waren und er gesagt hat, da fehlt mir das Dings. So, komm, regenerier dich noch kurz voll. Da habe ich noch was sofort regeneriert. Ja, ein Grog habe ich noch im Inventar.
Okay, warte aber ein bisschen. Okay, rein ins Gefecht. Wow! Ja, das können wir gleich laden. Ich muss den wirklich sofort mit der Wumme treffen. Und dann irgendwie voll draufschlagen. Hier! Geh darauf. Sehr gut. Gut, dieses Vieh kommt nicht hier hoch. So, bleibst du mal ein bisschen stehen. Werde noch irgendwas für den Fernkampf entermessen. Wie bringen wir bloß diese Ghoul zur Strecke? Schnell hoch! Ich glaube, an dem beißen wir uns die Zähne aus. Nee, von hier oben kann ich ihn nicht wegballern. Dann hätte ich doch einen Speer oder so was Ähnliches. So, nochmal warten, bis die Wuppe wieder geladen ist. Was jeden Moment der Fall sein sollte. Okay. Oh, schlechte Idee. Fuck, fuck, fuck. Oh, hüpp. Schnell rauf da. Okay, ich gehe kurz ins Inventar und... Okay. Verdammt! Unsere Nahrung wird auch langsam knapp. Halt die Schnauze! Kackvieh! Gibt's doch nicht. Mit dem Schwert kann ich den echt nicht erledigen. Da muss ich wirklich mit der Wumme ran. So. Auch da. Ah.
Oh, das war unsere letzte Nahrung. Wir haben keine weiteren Versuche mehr. Unsere letzte Heilung ging soeben dahin. Wir haben nur Glück, dass der nicht klettern kann. Maximal zweimal können wir mit unserem Leben noch nach unten gehen. Okay. What the fuck? Jawohl, ja. Puh! Das war ja mal richtig knapp. So, hoffentlich kommen nicht noch mehr von dieser Sorte. Ich hasse die Biester. Alles leer. So, vorsichtig öffnen. Goldzepter, ist das magisch? Okay. Idol. So, da wurde wohl wieder eine Falle aktiviert. Ich sehe sie auch schon hier. What the hell? Das war doch ein bisschen überraschend. Ich habe gedacht, hier kommen so Fallbeile runter oder etwas in der Art. Aber dass da der Boden einstürzt, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber egal, wir haben es überlebt. Ja, und jetzt? Müssten wir vielleicht da runterklettern? Durch dieses Loch, das da entstanden ist. Versuchen wir's. Genau, habt ihr was da drüben? Geht's euch nicht mehr gut? Wie soll ich denn den besiegen? Das ist ja gar nicht möglich. Inventar, Plunder. Alles. Benutzbares Ausrüstung. Plunder. Knochenzeige. Muni. Klamotten. Aber wir haben nicht eine Schatzkarte erhalten. Von diesem Typen, den wir da gefunden haben.